Der einzig trockene Ort im ganzen Garten ist hier das Gewächshaus. Und hier darf ich dann mit der großen Schere dann noch die Nacktschnecken bejagen. Jo, hallo und herzlich willkommen wieder bei der Gartenfreund TV. 4 Tage lang Dauerregen. Wie gesagt, der einzig trockene Ort im ganzen Garten ist unterm Dach und im Gewächshaus. Und ich würde sagen, wir machen heute mal einen klitzekleinen Gartenrundgang bei Regen. Man sieht ja schon zum Beispiel im Hintergrund meine Wildblumenwiese. Was glauben Sie, wenn bei Sonnenschein hier alles blüht und alles wunderschön trocken ist, wie denn die Bienen und alles summen? Aber jetzt ein einziges nasses Trauerspiel. Hier hinten habe ich für meine Gartengeräte so einen kleinen Unterstand gebaut, damit die trocken bleiben. Was soll ich dazu weiter sagen als das hier? Also, ich würde sagen, eindeutig durchgegammelt. Das habe ich aus meinem alten Hochsitz recycelt, aber das Holz ist eindeutig total kaputt und alles morsch. Das tropft hier alles durch, das Ding kann ich im Prinzip abreißen. Und schief stehen tut es auch. Ja. Mein Gewächshaus. Ich mag gar nicht reinschauen. Da sind wahrscheinlich solche Berge von Schnecken. Aber ich glaube, wir wagen doch mal einen Blick rein. Wenigstens der einzig trockene Ort im ganzen Garten. Dann kann ich ja noch mal kurz eine Änderung zeigen, die ich hier noch vorgenommen habe. Überall ist alles nass. Also hier zum Beispiel habe ich mir noch in einem Maurertuppen 2 Tomatenpflanzen angezogen und einfach mit einem Seil da oben halt befestigt. Denn ich möchte da doch tatsächlich halt zu diesem Seilsystem oder Bandsystem umsteigen. Denn diese Dinger hier oder diese Metallstäbe, diese geringelten, sind vom Prinzip gar nicht schlecht. Aber ich glaube, beim Folientunnel ist das nicht so gut geeignet. Weil wenn man die dann rauszieht, kann es schon mal schnell passieren, dass man dann da oben Loch in der Folie hat. Überall ist alles nass. Hier meine Zucchini. Die hat so schöne offene Blüten gehabt. Und was ist jetzt? Alles bäh. Hier kann man es sehr gut erkennen. Die hat so schöne offene Blüten gehabt und was ist jetzt? Alles zu und bäh. Ich hoffe mal, mir werden meine Zucchinis nicht verfaulen, aber ich denke mal, das wird schon hoffentlich nicht passieren. Und gerade jetzt, wo Erbsen und Bohnen blühen, da muss es natürlich regnen, dass auch ja keine Biene zum Bestäuben kommen kann. Walderdbeeren. Ich hätte sie eigentlich schon lange ernten müssen, aber aufgrund des Regens verfaulen sie mir leider alle. Genau dasselbe Spiel haben wir auch bei den Himbeeren. Ich probiere aber trotzdem einfach mal eine, die noch nicht ganz verfault ist. Ja, sie war schon ein bisschen überreif, aber schlecht schmecken tut sie nicht. Schaut euch das hier mal an, meine wunderschönen Rosen. Die verregnen alle. Ich meine, wir haben jetzt in letzter Zeit wirklich schon genug Regen gehabt. Mehrere sehr starke Sommergewitter, meine Regentonnen sind alle voll. Nach meiner Meinung nach hat es schon mehr als genug geregnet, dass das nur wieder sein muss. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal. Das war es dann auch wieder mit diesem Der Gartenfreund TV Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde sagen, Like-Button drücken nicht vergessen. Abonnieren könnt ihr wie immer im Abspann. Und dann würde ich noch sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, ciao und tschüss. Da kann ich ja direkt so machen.